Beginnen wir mit dem autoritären Führungsstil. Warum beginnen wir mit dem? Nun, weil da oben in unserer strukturellen Auflistung so eine Art Zeitschiene eingebaut ist. Das heißt, mit dem autoritären Führungsstil hat es angefangen und über Jahrhunderte gab es in der Geschichte nur den autoritären Führungsstil. Cäsar hat nicht kooperativ geführt. So viel ist sicher. Genghis Khan auch nicht. Attila, der Hunnenkönig, auch nicht. Und wenn wir in die jüngere Geschichte gehen, dann haben die Nationalsozialismen auch nicht kooperativ geführt, sondern das war die extremste Form von autoritärem Führungsstil, nämlich Führerbefehl, wir folgen, ein Kadavergehorsam. Autoritärer Führungsstil funktioniert nach dem Prinzip Befehl und Gehorsam. Plus. Befehl und Gehorsam plus. Und das ist der Punkt, der oft verschwiegen wird, beziehungsweise unter den Tisch fällt, weil wir Befehl und Gehorsam heute als sehr negativ ansehen. Der autoritäre Führungsstil wird heute überwiegend als negativ angesehen, aus einem anderen Zeitbewusstsein heraus. Aber es kommt ein Plus hinzu, nämlich väterliches Verantwortungsgefühl. Der autoritäre Führer erwartet zwar, dass seine Befehle umgesetzt werden, aber er fühlt sich auch verantwortlich für seine Soldaten. Er muss dafür Sorge tragen, dass sie ernährt werden, dass sie gekleidet werden, dass sie einen sicheren Platz zum Schlafen haben, um mal in diesem militärischen Bild zu bleiben. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, wie ist da die Wirtschaft geführt worden? Natürlich autoritär. Wie soll es denn noch anderes sein? Weil die Leute, die dann sozusagen das Wirtschaftswunder mit kreiert haben, die hatten noch nichts anderes gelernt. Vorher waren wir Deutschland geschichtlich in einem Krieg. Und in einem Krieg wird nicht kooperativ geführt, sondern muss jemand sagen, da geht's lang. Wenn wir jetzt erstmal alle da sitzen und sagen, wie wir uns fühlen, und dann stimmen wir mal ab, was wir jetzt machen, in der Zeit sind wir nämlich tot. Krieg erfordert autoritäre Führung. Das geht nicht anders. Und deswegen ist das auch historisch betrachtet die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, 50er Jahre, 60er Jahre. Und die großen Führungspersönlichkeiten der damaligen Zeit, die hießen Max Grundig zum Beispiel. Aber Max Grundig ist auch an diesem autoritären Führungsstil letztlich gescheitert. Ja, mittlerweile ja, glaube ich, an die, ich weiß nicht, an wen verkauft. Ja, Grundig ist verkauft worden, war es an die Türken? Ich weiß es gar nicht mehr. Also Grundig ist verkauft. Gescheitert, weil der autoritäre Führer auch für sich selber die Überzeugung hat, ich weiß auch, wo es lang geht. Und die anderen sollen das Denken bitte den Pferden überlassen, denn die haben größere Köpfe. Das sind so Sprüche aus dieser autoritären Führungsepoche. Meier, Sie sollen nicht denken. Sie sollen den Befehl ausführen. Überlassen Sie das Denken den Pferden, die haben größere Köpfe. Und dann kamen die Leute, haben gesagt, Herr Grundig, die Japaner, ach, lass mich zufrieden mit den Japanern. Er hat nicht hören wollen. Er hat nicht hören wollen. Dass da Konkurrenz kam aus Asien und dass das nicht nur preisgünstiger war am Anfang, sondern später dann auch mindestens genauso gut, vielleicht sogar besser, hat er alles nicht wahrnehmen wollen. Er war der autoritäre Führer. Und wenn der natürlich entscheidende Fehler begeht, dann kann der das Ganze auch ins Verderben führen.